Und herzlich willkommen, liebe Freunde vom französischen Weizenkampfstangen. Und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Felicitas Extremus, dem Erfolgjagd auf ganz, ganz hart mit eurem lieben Metzel. Musik! Musik funktioniert, gut. Ja, ich bin aus meinem Studio heraus, ich bin wieder alleine hier. Die gute Billy hat sich von uns getrennt, hat aber schon verlauten lassen, sie will sehr, sehr gerne wiederkommen, was ich auch sehr, sehr begrüße. Hier ein bisschen Unterstützung zu haben, oder was heißt Unterstützung? Ein kleines bisschen Gesellschaft zu haben, gerade nach den letzten Malen, wo ich ja ganz schön in der Hintern gekniffen war, was unten in unserem kleinen Keller, im Dungeon. Ja, da war zwischenzeitlich ganz schön knapp, das habt ihr ja gesehen. Hoffe ich. Naja, auf jeden Fall, ich bin wieder allein unterwegs. Alles ist wieder gut. Und ich bin voller Tatendrang. Wie man sieht, ich fange direkt an, meine Felder abzuernten. Und hoffe, dass das auch was wird. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Achso, ich wollte irgendwas mit Braun. Ich wollte wieder ein bisschen Braun, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, aber dann hängt es schon irgendwie. Ich bin gerade überlegen, wollte ich die Nesserfestung noch ein bisschen raiden? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann sein, dass ich das alles wollte. Aber während ich hier so babbel, muss ich mal ein bisschen auf das Babyfon achten, muss ich gerade sagen. Meine Tochter, die ist da schwer aktiv am Rumschwätzen anscheinend. Ich glaube, die macht gerade wieder ihre Kuscheltiere zu Sau. Ah, soll sie ruhig machen. Hast auch recht. Haben sie verdient. Die müssen viel öfters zur Sau gemacht werden. Aber, was machen wir heute? Ich schlage vor, ich habe ja hier auf dem Zweitbildschirm schön meinen, jetzt mal hier die Tabelle fürs Brauen offen. Stimmt, die Hühner habe ich noch gemacht. Meine Tabelle fürs Brauen habe ich offen. Einen goldenen Apfel haben wir mal gemacht. Meine Güte, was habe ich denn alles dabei eigentlich? Muss ich jetzt aber wieder gucken. Vielleicht bin ich auch ganz geil und tue hier unser Häuschen ein bisschen umbauen. Vielleicht ist auch ein Nesserversuch. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, was heute so der liebe Onkel Doktor sagt. Schau mal, die Billy hat uns ja... Billy, ich kann dich knutschen. So viele Diamanten hast du gefunden. Während ich mich anderen Dingen zugewandt habe. Ach, genau. Wo ich das hier gerade sehe. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Genau. Ich hatte vor zu gucken, ob ich die Eisenbahnstrecke vielleicht gebaut bekomme. Ich muss ja einen Kilometer Eisenbahnstrecke bauen. Haha! Jaha, ich habe es nicht vergessen, liebe Freunde. Wir brauchen ja einen weiteren Erfolg für unsere tolle Extra-Lebensanzeige. Obwohl, da muss ich sagen, die Extra-Lebensanzeige, so wie sie momentan existiert, das passt mir doch nicht so ganz. Ich habe mir das Ganze jetzt mal eine Zeit lang angeguckt. Und bin zu dem großen Entschluss gekommen, es gefällt mir nicht so wirklich, so wie ich das momentan da handhabe. Ich werde es wahrscheinlich umstellen, vielleicht, wenn es klappt, mal gucken, mal ein bisschen Hände reiben. Und 1, 2, 3. Ah, cool, hat funktioniert, gut. Also, so finde ich das irgendwie, ja, ist auf den ersten Blick mal ein bisschen besser. Das muss ich natürlich auch erst wieder alles herauskristallisieren. Ob das wirklich so gut ist, wie das jetzt ist, wir wissen es noch nicht. Also vor allem bin ich nicht. So, jetzt machen wir uns erstmal ein paar Eisenbahnschienen. Erstmal schon mal die ersten. So ging es irgendwie nicht. Wie ging das denn nochmal? Ist da bloß, das ging so? Nee, das wäre totaler Kappes. Ja, scheiße. Genau so ging es nämlich. Ach, Mist. Dann, pass auf. Ja doch, ja, anders geht's ja nicht. So. Ritz. Ja, das war verkehrt. So. Zack. Und so. Kommt, machen wir es erstmal. Eieiei. Ich glaube, da werde ich noch ganz schön viel Eisen für brauchen. Ich habe ganz vergessen, wie viel... Ach, du Heiland. Ich habe ganz vergessen, wie viel Eisen das verschlingt, dieses Vorhaben. Das ist nicht gerade wenig. So, nehmen wir alles mit. Was sind jetzt 1, 2, 3? Ich muss einen Kilometer Bahn... Ach, das ist eine Leiter, ja. Ich muss einen Kilometer Bahnstrecke zusammenzimmern. Hallo, ho. Ja, das ist... Ach.
Das gibt was. So, pass auf, da packen wir das hier mal zu den Ressourcen. Da weiß ich auch immer, wo ich das hab. So, apropos Ressourcen. Ja, hier, Diamantis. Komm. Ich fertige mir mal etwas Wichtiges an. Eine Diamantenrüstung. Plus 2 Rüstungshärte und plus 8 Rüstung. Her damit. So, was hat denn das Ding hier? Oh, da hat nur plus 6 Rüstung. Ach ja, von mir aus. Legen wir erstmal die Diamantenrüstung an. So, jetzt sind wir schon mal wieder etwas mehr gefeilt gegen die ganzen Bösewichte, die da draußen so auf uns rumwarten. Muss ich sagen, Billy ist ein kleiner Arschgeier. Die hat alle Ausrüstung mitgenommen. Ich hoffe, die hatte keine Erze mehr bei sich. Ah, wer weiß. Wer weiß, was die so alles vor mir verheimlicht gerade. Ne? So, Lohnstangen. Ja, wenn ich jetzt gerade mal so in meine schöne Liste hier neben reingucke, Trank der Heilung. Da brauche ich Melonen. Wir brauchen Melonen. Liebe Freunde, ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Wir brauchen Melonas. Ich habe keine Evil Chickens mehr, die ich platt machen kann. Wir brauchen auf jeden Fall Melonen. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. In der Hoffnung, dass wir auch wieder zurückfinden werden. Wo hab ich denn jetzt... Hä? Ich hatte doch... Ach, jo, komm, bleib einfach mal da, dann nervst du mich auch nicht. Ich hatte doch gerade noch einen ganzen Satz Erde. Wo hab ich denn jetzt... Sag, bin ich blöd? Wo hab ich die Erde hingetan? Hä? Oh, da ist er doch. Das war Kies. Kies hatte ich... Pass auf, das machen wir da raus. Ist gerade ein bisschen hin und her sortiert. Ich bin gerade verwirrt durch mein eigenes System. Das soll mir mal einer nachmachen. So, nee, da war es nicht. Da war der Monster-Loot. Ah, ich muss ohne Scheiß hier. Der Keller, der muss... Nee, der muss echt noch ein bisschen aufgeräumt werden. Das kann so nicht mehr lange gut gehen. So, nehmen wir mal ein bisschen davon mit. Und das machen wir auch nochmal ein bisschen zu Kleinholz. Ist gerade dunkel? Tatsächlich. Ich habe ja meine tolle, neue, moderne Tür. Mein neues, modernes Weckerchen hier. Zip. Na komm, hau mal alles raus. Ich geh mir gerade mal pennen. Ich glaube, es ist hier noch nicht alles so ganz geladen. Es fühlt sich noch so ein bisschen ruckelig an. Aber wer weiß. So, ich hatte mein Diamantschwert. Hatte ich da, genau. Da ist das normal. Also, das hatte einen Angriff, ganzen einen Angriff mehr gehabt. Ja, ja, ja. So, jetzt ist die Frage. Wo lang gehen wir? Aber wenn ich jetzt auf Wanderschaft gehe... Dann Spitzhacken. Steinspitzhacke. So viel Spitzhacken brauche ich dann ja gar nicht. Aber da kommt hier oben das bisschen rein. Eine Eisen. Komm, nehmen wir Eisen und eine Steinspitzhacke mit. Da kann ich die Steinspitzhacke im Notfall gerade weghauen. Den nehme ich, auf jeden Fall mit. Das brauche ich fürs Bett. Kohle brauche ich. Kohle, Kohle, Kohle. Denn ich brauche Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ich muss ja den Heimweg wiederfinden. Sehr gut. Ja, das dürfte gerade so lang. Schaufeln habe ich. Brot habe ich ganz wichtig. Heiltränke. Nehme ich am besten noch einen zweiten mit. So, die Axt. Pfeil und Bogen habe ich nur noch, sage und schreibe, einen. Ja, es langt aber eigentlich. Ich weiß mich schon mit meinem Schild zu verteidigen. Apropos Schild. Apropos Schild. Apropos Popopopo. Ne, lassen wir mal so. So, dann bauen wir mal hier oben ein Bett ab. Meine Hühner, werdet schön groß und stark. Albi-Bett. Ja, Albi-Bett. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Melonen. Guten Tag. Ah! Skeletto. Wie der dann hier? Ah, danke! Wo ist die Sau? Ha! Ha! Geh zugrunde! Der wollte mich doch knallhart da erknallharten. Das konnte ich natürlich nicht zulassen. So, ist die Frage, wo mache ich mich jetzt hin? Hm, na komm. Ich schlage vor. Ich gehe mal hier hinten in die Richtung. Ich dachte ja mal... Ich habe jetzt das Fleisch... Ach komm. Lass mal einfach mal so. Ich habe ja ganz, ganz am Anfang, als wir hier diese Welt angefangen haben,
Habe ich ja mal verkündet, dass ich da hinten mal rausgedackelt bin. Machen wir nochmal so. Einfach mal um zu gucken, ob ein bisschen was da ist. Ich glaube, ich mache mich jetzt nochmal da hinten hin. Jetzt bin ich ja ein bisschen mehr equipped. Ich bin vorbereitet auf alle Eventualitäten. Eventuell. Liebe Freunde, liebe Kühe, liebe Schafe, liebe Hühner, I'll be back. Ich ziehe in die Ferne und werde hoffentlich mit ganz vielen Melonsamen wiederkommen. Und vielleicht finde ich sogar noch das ein oder andere hübsche Areal. Wer weiß. Ich meine, eins habe ich ja schon gefunden. Zombie-Karl. Na, ihr Lieben? Na, alles frisch? Na komm. So, nochmal eins. Aua! Das war mein Schild. Aua. Lässt du das wohl? Solange es nur Zombie-Karl ist. Das Gute ist, die sind so dermaßen dämlich. Huh! Ganz schön heiß hier! Haha, sie sind verbrannt. Weil sie dämlich sind, wie Sau. Ich kann mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen... Dreht hier sonst was rum? Nein. Aua! Haha! Haha! Komm her! Komm her, Skelett-Karl. So, weg mit dir. Da drüben ist noch einer, aber das stört mich jetzt gerade mal nicht. So. Lassen wir es einfach mal sein. Die machen mir nur mehr kaputt als... Kuh! Jetzt hast du mich gerade mal richtig erschrocken. Ich muss gerade... Ich bin ein bisschen... Das ist super. Ein bisschen nervös wegen der Aktion hier gerade. Weil wenn ich jetzt abnippel, dann wäre das wieder mal extrem schade. Denn ich habe nur ein Leben, was gegen Dummheit hilft. Aber nicht gegen Kampfeswunden. Sehr schön. Ach, ich könnte gerade mal diesen... diesen Flugumhang gebrauchen. Es gibt ja hier... Oh, Schwein. Es gibt ja, wenn man das Ende hinter sich hat, kann man ja so ins erweiterte Ende. Und da gibt es ein Schiff mit ganz, ganz vielen Gegnern. Und da findet man tatsächlich einen Umhang, den man anlegen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Mit dem man gleiten kann. Ja. Allerdings muss man dafür... ist hier kaputt gegangen. Allerdings muss man dafür seine Rüstung, kurz gesagt, opfern. Da man den ja anlegen muss irgendwo. So, zum Glück sind hier noch die Fackeln von meiner einen kleinen Erkundung, die ich ganz illegalerweise gemacht habe. Ganz viel Schwein muss man hier haben. Aber jetzt so ein bisschen heldenhafte Musik. Boah, was hier ein Schwein sind. Könnt ihr euch mal ein paar klein hacken? Die Schweinepopulation ja ein bisschen begrenzen. Guckst du traurig, da musst du sie gerade mal ver... Schwein im Loch. So. Bringt alles Futter. Komm her, du Sau. Wir haben das diesmal gestimmt. Also mit dem Schwein. So, aha. Boah, wie sieht das geil aus! Da, mit dem Mega-Wasserfall da. Oh, wie geil. Hier. Weg. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Oder bei denjenigen von euch, die sich den Seed von mir gezogen haben. Was ihr hier schon so entdeckt habt. Chickens! Chicken. Komm her. Ich räusche euch aus, ihr Viechers. So, stirb. Du Huhn. So, soll ich hier gerade nochmal eine Fackel setzen? Aua. Gucken, habe ich... Nee, Erde habe ich jetzt gar nicht dabei. Aber ich habe das dabei. Ich muss hier gerade mal ein bisschen was mitnehmen. Dass ich wieder meine sehr bewährten Markierungspfosten setzen kann. So. Alle mitnehmen. So. Da ist noch eins. Zack. Also auf jeden Fall bringe ich viel Fleisch mit nach Hause. Das ist nicht zu leugnen. So, komm.
hoch hier. So, machen wir wieder einen Markierungspfosten.